Schärfer, schneller, detailreicher. Man könnte also annehmen, dass 4K auch im PC-Gaming so langsam aber sicher in den Mainstream hineinschielt. Ja, leistungsfähige Grafikkarten, die Spiele in 4K UHD zuverlässig stemmen, sind noch immer sündhaft teuer. Aber nicht unbedingt die passenden Gaming-Monitore mit 4K und 144 Hertz. 4K-Monitore mit einer hohen Bildwiederholfrequenz sind erst seit kurzem zu einem vernünftigen Preis erhältlich, und zwar vielerorts. Was 4K-Displays für PC-Spiele angeht, ist der neue MSI Optics MAG281URF definitiv eine verlockende Alternative. Die 4K-UHD-Auflösung, 144 Hz, G-Sync, ein IPS-Panel, das laut MSI für E-Sports geeignet ist. Das klingt alles schon mal nicht schlecht, aber wir haben den Monitor ausführlich getestet und durchgemessen, sodass wir hier zeigen können, was hinter dieser Fassade steckt. Der Preis von ca. 700 Euro ist zwar durchaus angemessen für einen Gaming-Monitor mit diesen Eigenschaften, aber nicht jeder möchte so viel für einen Monitor ausgeben. Ein 4K-Monitor, der nicht unbedingt 144 Hertz schnell ist, sondern nur 60 Hertz bietet, kostet nur ca. die Hälfte. MSI hat hier den G281UVDE im Angebot, der sicherlich eine ähnliche Farbqualität wie der hier getestete Monitor bietet, aber dafür mit 60 Hertz nicht so geschmeidig im Bewegtbild ist wie ein Panel mit 144 Hertz. Der MSI-Monitor hat eine schlichtere Ästhetik als die älteren Optics-Modelle. Auf der Rückseite befindet sich ein RGB-Streifen mit dem MSI-typischen Design der Optics-Reihe. Der MSI Optics verfügt über einen USD-Joystick, der die Bedienung erleichtert. Er befindet sich auf der Rückseite in der Nähe des rechten Bildschirmrandes, sodass er auch dann noch gut erreichbar ist, wenn man ihn nicht von vorn direkt sehen kann. MSI hat das USD-Layout wesentlich verbessert und die Menüpunkte übersichtlicher strukturiert. Der im Lieferumfang enthaltene Ständer bietet Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höheneinstellungen und lässt damit keine Ergonomiefunktion vermissen. Es ist einfach, einen Winkel einzustellen, der den Nacken nicht belastet. Außerdem unterstützt der Monitor eine VESA-Halterung für einen optionalen Monitorarm. Punkten kann der Monitor mit der Anschlussausstattung, die alles beinhaltet, was ein Gamer für moderne Setups benötigt. Er verfügt über DisplayPort 1.4 für den Gaming-PC und zwei HDMI 2.1 Steckplätze für den 4K 120 Hz Betrieb mit den neuesten Konsolen. Auch die USB-C-Buchse ist praktisch und bietet Daten- und DisplayPort-Anschluss mit einem Notebook oder einer Dockingstation. Leider lädt sie aber nur bis zu 15 Watt. Ein Netzteil eines Notebooks ersetzt sie damit nicht komplett. Außerdem hat der Monitor auch zwei nutzbare USB-Anschlüsse, die jedoch für eure Maus und Tastatur reserviert werden sollten. Der Monitor verfügt über eine KVM-Funktion, mit der man zwischen mehreren Signalquellen umschalten kann, während daran nur ein Tastatur- und Mausset angeschlossen ist. Gerade wer mehrere Rechner oder andere Zuspieler wie eine Konsole am Tisch verwendet, wird das praktisch finden. Das Modell hat keine Lautsprecher, aber Gamer werden ohnehin fast immer Headsets bevorzugen, da diese beim Spielen einen präziseren und realistischeren Klang liefern. Es ist zwar immer schön, ein praktisches Soundbackup zu haben, aber das ist für uns verzeihlich, wenn der Preis entsprechend niedrig genug ist. Mit der 4K-UHD-Auflösung auf der 28-Zoll-Diagonale kommt das Panel auf eine ordentliche Pixeldichte von knapp 158 Pixel pro Zoll. Zum Vergleich, bei WQHD auf 27 Zoll sind es nur knapp 109 ppi. Allein die viel kleineren Pixel sind hier schon ein wesentliches Upgrade fürs Auge. Aber auch mit der Farbqualität kann der Monitor bei uns im Test überzeugen. Es handelt sich hier um ein IPS-Panel, das typischerweise mit einer guten Blickwinkelstabilität und einer großen Farbraumabdeckung punkten kann. Den sRGB-Farbraum füllt der 10-Bit-Farbraum des Monitors vollständig aus und der professionelle Adobe RGB-Farbraum wird immerhin bis zu 85% befüllt. Auch ist die Farbtreue nach der Kalibrierung richtig gut. Das kann zwar dem Gamer egal sein, ist aber ein Indiz für die gute Farbqualität des Panels, sodass er sich auch für Video- und Bildbearbeitung gut eignet. HDR gibt es hier nur in der niedrigsten 400er Stufe, die kaum einen sichtbaren Mehrwert bietet. Mehr ist in dieser Preisklasse an Monitoren aber auch nicht drin. Displays mit besserem HDR samt Dimmzonen am Panel und ansonsten gleichen Features kosten gut und gerne das Doppelte. Dafür punktet der Monitor in der SDR-Darstellung. Er hat einen IPS-typischen Kontrast von knapp 1000:1 mit ca. 300 Candela pro Quadratmeter eine mehr als ausreichende Spitzenhelligkeit, die mit geringen Abweichungen von bis zu 13% auch ziemlich gleichmäßig ausleuchtet. Auch in den Pixelreaktionszeiten verläuft unsere standardisierte Messung typisch für ein IPS-Panel. Der Durchschnitt aller 20 Messungen bei 3,9 Millisekunden liegt auch zwischen anderen IPS-Panels im guten Durchschnitt. Ja, die Flüssigkristalle drehen sich nicht ganz so blitzschnell wie die eines TN-Panels. Die bleiben unerreicht schnell, sterben aber auch aus. Selbst bei Hochfrequenzpanels mit bis zu 360 Hertz wird mittlerweile IPS eingesetzt, weil sie eben mittlerweile schon schnell genug sind.
Der MSI-Monitor hat 3 Overdrive-Stufen im OSD und bei nativen 144 Hz ist die mittlere Stufe auch der beste Kompromiss aus reduzierten Schlieren und minimalem Ghosting. Wem das noch immer zu unscharf ist, der aktiviert hier einfach das sogenannte MPRT-Sync. Dabei handelt es sich um eine Low-Motion-Blur-Technik mit pulsierendem Hintergrundlicht, was das Bewegtbild nochmal deutlich schärft. Sync bedeutet hier, dass die Technik zusammen mit FreeSync oder G-Sync gleichzeitig funktioniert, was sich in anderen älteren Modellen gegenseitig ausschloss. Bei so manch anderem Monitor harmonierte LMB und Sync nicht unbedingt fehlerfrei, hier aber schon. Wir haben auf der vollen Frequenzspanne keinerlei Bildfehler entdecken können. Sowohl mit als auch ohne MPRT, also die dynamische Bildwiederholrate mit Free und G-Sync, funktioniert in jedem Fall tadellos. MPRT-Sync lohnt sich gerade für rasante Spiele, also Shooter. Daher ist das Marketing von MSI mit E-Sport hier nicht ganz so weit hergeholt. Ja, ein Pro-Gamer zockt nicht unbedingt in einer 4K-Auflösung, aber trotzdem lässt sich damit ganz gut kompetitiv zocken. Und wer Shooter ambitioniert spielt, der achtet auch auf den Input-Lag. Zum Glück messen wir diesen auch und können feststellen, dass er an der oberen Bildschirmkante niedrige 9,8 Millisekunden beträgt. Ja, echte E-Sport-Panels sind dann nochmal etwas schneller, allein wegen der höheren Bildwiederholrate. Aber ein 4K-Monitor mit 144 Hz ist auch eher ein Allrounder als auf ein E-Sport zugeschnittenes Werkzeug. Mit unseren beiden Messmethoden bestätigen wir diese Differenz von ca. 5 bis 8 Millisekunden zu den schnellsten E-Sport-Modellen mit 360 Hz. MSI hat mit dem Optics MAG 28.1 URF ein rundes Gesamtpaket geschnürt, das in unseren Tests keine Schwächen aufgezeigt hat. Mehr noch, mit der Panelqualität und der Fülle an Features hat er uns überzeugt. Was könnte man hier also noch vermissen? HDR vielleicht? Nicht wirklich, denn gutes HDR ist aktuell noch viel zu teuer, als dass es sich bei einem Schreibtischmonitor lohnen würde. Insofern ist es sogar besser, dass MSI es hier nahezu ganz weglässt und lieber dafür ein gutes SDR-Paket abliefert, mit einem recht attraktiven Preis. Viel günstiger gibt es aktuell 4K und 144 Hz auf 28 Zoll auch nicht wirklich. Und wenn, dann nicht in diesem Feature-Paket. Ein NKVM-Switch etwa ist ziemlich praktisch und MPRT-Sync ein gutes Feature für Shooter-Spieler. Ja, beides braucht nicht unbedingt jeder Gamer, kostet aber dafür auch kaum Aufpreis. Kurzum, der Monitor ist mit seiner 4K-UHD-Auflösung und 144 Hz nicht nur zukunftssicher, sondern auch ein guter Allrounder mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, euch hat unser Monitortest gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesem Monitor haltet. Bis zum nächsten Mal.